Ja, es geht jetzt darum, ein paar Brüche zu integrieren und ich habe hier zunächst mal den Bruch 2x minus 7 durch x² minus 7x plus 12. Und in der Situation müssen Sie etwas sehen, sonst geht es nicht. Nämlich Sie müssen sehen, dass der Nenner x² minus 7x plus 12 ein Vielfaches, nein, die Ableitung des Nenners, Sie müssen sehen, dass die Ableitung des Nenners ein Vielfaches vom Zähler ist. Hier ist es der Zähler selbst. Also das heißt, das ist 2x minus 7. Und das ist das, was Sie bei der Aufgabe eigentlich erkennen müssen. Der Rest läuft dann durch. Ja, das ist dann Integral von, und das hier ist, wenn Sie das jetzt als g von x bezeichnen hier, also das hier unten soll das g von x sein. So, das ist also Integral von g' von x durch g von x dx. So, das ist das, was Sie hier in der Situation sehen sollen. Und ja, dann rechnen Sie das hier einfach mal aus. Dann, hier dürfen Sie die Substitutionsregel anwenden. Sie wissen, g' mal dx ist dg. Das ist also dg durch g. Und dg durch g, da wissen Sie, das ist Ellenbetrag g. Ja, das ist, haben wir ja vorhin schon gehabt. Also bei Brüchen kommt eben häufig der Ln raus. Und das Ln-Betrag g und plus c. Und dann machen Sie eine Rücksubstitution. Das ist also Ln-Betrag x² minus 7x plus 12. So, also das wäre jetzt die erste Aufgabe. Wie gesagt, bei der Aufgabe ist es halt ein Zufall, aber anders können Sie es gar nicht richtig integrieren. Es ist ein Zufall, dass Sie oben die innere Ableitung finden. Gut, jetzt gehe ich mal zur zweiten Aufgabe. Die zweite Aufgabe, da sehen Sie, oder Sie sehen es vielleicht auch nicht, dass Sie hier kürzen können. Ja? Also das heißt, ich schreibe das mal auf. 2x plus 2, das habe ich hier ausgeklammert, durch x plus 2 hoch 3. Und das heißt, hier können Sie kürzen und dann integrieren und das läuft auch. Ja, das heißt, dann kürzen Sie den gegen 1 aus dem Nenner weg und haben das Integral von x plus 2 hoch minus 2 dx und das ist x plus 2 hoch minus 1 durch minus 1 plus c. Ja, aber was Sie sehen sollen, ist, es müssen spezielle Brüche sein, die Sie jetzt, die ich Ihnen in der Klausur stellen kann, die echten allgemeinen crazy Brüche. Ich kann die, nein, ich kann sie nicht fragen. Also das ist dann zu schwer. Ja? Müsste nicht noch eine 2 vor der Klammer stehen? Habe ich die vergessen. Schönen Dank. Also das heißt, hier steht die 2 davor und hier auch und dann stimmt das sogar. Vielen Dank. Also das heißt, die 2 hätte ich hier davor schreiben müssen. Okay, ja, vielen Dank. Sonst noch? Also wie gesagt, das hier, dass Sie so eine einfache Sache sehen, so wie sowas hier, oder wie das hier, was ich hier habe, das sollten Sie können.